Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Knife of Dunwall. Wir sind in der Fischfabrik, Walfabrik, Fischstäbchenfabrik und folgen dem roten Blutstrom. Uns erwarten sicherlich fröhliche Sachen. Ja, wir haben aber gleich unterschrieben. Mr. Rothfeld musste ihn nicht mal anschalten. Ich glaub dir kein Wort. Doch, wirklich. Hat er dich gerade den Lügner genannt? Klang fast so. Ich werde dir Respekt beibringen. Das war etwas zu tief. Ich wollte ihn doch nur... Ups, meine Nacht. Der sah auch erschrocken aus. Bis zum Schluss. Das ist schon ein krasses Bild hier. Sehr eindrucksvoll. Wie der Wal aufgeschlitzt wurde und am Ausbluten ist. Sicherlich mit sehr viel nicht benutztem Betäubungsmittel. Puh. Starkes Bild auf jeden Fall. Und wir bleiben erstmal in den Tunneln. Desto länger wir den Schlechtern ausweichen können, desto besser. Ordnung soll obsiegen. Ja. Sicherlich. Da wird der Daut gleich zum Vegetarier hier. Oh shit, ich höre Schritte. Aber wo soll ich hin? Huch, erschreck mich nicht so. Ich glaube, die haben so einen komischen Walöltank auf dem Rücken, ne? Walfleischer. Ich hoffe mal, dass hier keine Ratten unterwegs sind. Obwohl ich den Ort nicht so gut finde. Vielleicht finde ich noch einen besseren. Sehr krasse Atmosphäre hier drin, auf jeden Fall mit dem ganzen Licht und den Walgeräuschen und boah. So, wir sind jetzt genau in der Mitte ungefähr. Und haben hier einiges abzuklappern, wie es aussieht. Wir kommen gerade aus der Walverwertung. Da hängt der große Wal oben. Und da ist auch die Raffinerie daneben. Was haben wir noch? Eine Schlachtetage. Ein Arbeiter, Waschraum, Kantine, Buchhaltung, Verwaltungsbüro. Ich denke mal, Buchhaltung, Verwaltungsbüro ist, wo wir den Chef finden, unser Target, unsere Zielperson. Und eventuell auch diese eingeschleuste Spionin, die diesen Aufstand angezettelt hat. Schauen wir mal. Das ist ja noch einer. Und hier sind auch ein paar Artefakte und Runen in der Nähe. Und dieses Knochenartefakt macht mich aufmerksam, weil es ziemlich nah dran ist.
Vielleicht kommen wir ja da jetzt schon ran. Der Winkel ist hier nicht so gut. Ach doch, hier. Das Ding da hat genug Saft, um den Wal mit einem Mal zu töten. Sie sollten das tun. Es sind zwar nur Tiere, aber dennoch. Ich mag es nicht, wenn irgendwelche Wachen, die einen entdecken, einen die Lore-Momente versauen. Das finde ich extrem blöd. Probieren wir das nochmal. Vielleicht, wenn der mal wegguckt. Um den Wal mit einem Mal zu töten. Sie sollten das tun. Es sind zwar nur Tiere, aber dennoch. Das sehe ich ebenfalls so. Mit ausreichend hoher Elektrizität kann der gefangene Wal auf der Stelle getötet werden. Oh, wir können ihn erlösen. Das wirft gleich die ethnischen Fragen auf. Wir erlösen den Wal damit, aber sorgen wir dafür, dass gleich der nächste gefangen wird, weil der nicht mehr zu gebrauchen ist, weil er aus irgendwelchen Gründen im toten Zustand nicht so gutes Zeug gibt. Wer weiß. Wie ich direkt mal im Büro lande. Ah, ist im Safe, ne? Der Hals da ist. Ja. Verhör. Rothwild, der Verhörstuhl steht im Kühlraum bereit. Wir haben ein paar Tests mit den Arbeiter-Redelsführern durchgeführt. Sie alle haben ihre Geheimnisse sehr schnell ausgeplaudert. Nach 4 Behandlungen scheinen die meisten zu sterben. Probieren Sie den Stuhl aus, wann immer Sie wollen. Grenwill, Meisterfleischer. Vielleicht so eine Art Stuhl wie in der einen Mission, wo wir den Maler verhört haben? Oder wer das war damals, Milcorvo? Mr. Rothwild, meine Nachforschungen zu Abigail Ames blieben erfolglos. Sie besitzt keine Verwandten, mit denen wir sie unter Druck setzen könnten. Die Seuche scheint ihre Schwester und ihre Mutter erledigt zu haben. Ihr Vater starb vor etwa 10 Jahren auf dem Walfänger ihres Vorgängers. Es gibt auch keine Geheimnisse, mit denen wir sie erpressen könnten. Eine wirklich überzeugte Aufseherin, so scheint es jedenfalls. Kein Wunder, denn sie hat bislang alle Erpressungsversuche abgeschlagen. Ich glaube nicht, dass sie etwas im Schilde führt. Sie scheint die besten Interessen der Arbeiter im Sinn zu haben. Bei meinen Gesprächen mit den Arbeitern schien es mir, als hätte sie diese wirklich in der Hand. Sie tun, was immer sie verlangt, und sie glauben bedingungslos an sie. Wenn ihr ein Unfall oder etwas Ähnliches zustoßen würde, erwarte ich einen Aufstand. Ich werde weiter nach einem Angriffspunkt suchen, aber ich empfehle sie in der Zwischenzeit nicht anzurühren. Einige ihrer Reformen könnten sogar sinnvoll sein. Das mag ihnen nicht schmecken, aber es würde uns Zeit kaufen und die Arbeiter würden wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Den Fleischern fehlt das nötige Feingefühl, um hier alles am Laufen zu halten. Ihr untergebener Diener, G. Also sind es die Arbeiter, die hier streiken, und die Fleischer tun es nicht und sind weiterhin auf der Seite von dem Chef. Deswegen rennen die da draußen auch rum wie die dicken Maxe. Ein trauriges Lied, das der alte Riese da singt. Er sieht mir direkt in die Augen, wenn ich hier sitze und meinen Schlaftrunk zu mir nehme. Sieh mich nur an. Neben dir bin ich klein wie eine Fliege. Und doch bin ich dein Herr, oder nicht? Ich habe 100 von deiner Art getötet und werde noch 1000 weitere töten, bevor es vorbei ist. Ich hole mir dein Öl und verfüttere dich dann an meine Fleischer. Wie
klagenden Lieder der Wale. Sind nicht sonderlich ergreifend. Nein, Sir. Ich glaube nicht, dass sie eine Seele besitzen. Aber mein Outsider, ich selbst besitze eine. Mag sie auch klein, verschrumpelt und düster sein. Ja, sing mir ein Schlaflied, während ich mir noch einen einschenke. Sing. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Dolch in seine Kehle eindringt, ist gerade um 200% gestiegen. Er hat schon was von einem Comic-Bösewicht, der sich daran erfreut, dass er böse ist. Ordnung soll obsiegen, ja. Na gut, fangen wir gleich mit den hohen Bürozimmern hier an und arbeiten uns dann durch die Arbeiträume. Kann man sich hier verstecken? Ja, ein bisschen. Gerade ein bisschen ruhig hier. Zu ruhig. Ihr habt für Ramsay gearbeitet. Wie lange? Verdammt, wie viel weiß er denn inzwischen? Ramsay? Nein, hier geht's um die Arbeiter. Um faire Bezahlung und sichere Bedingungen. Keine Sorge. Sie sind nicht der erste Maulwurf, den ich erwische. Was ist passiert, Abigail? Ich habe Ihnen vertraut. Extra Elixierration, Münzbeutel als Boni. Sie werden sehen, meine Großzügigkeit wird von einer sehr grausamen Seite mehr als ausgeglichen. Mr. Rothwild, Bundry. Nennen Sie mich nicht so. Dieses Recht haben Sie verwirkt. Sie kennen Ramsay nicht. Er wird meinetwegen kommen und Sie töten. Er wird Sie ausweiden, wie Sie es verdient haben, und den Ratten zum Fraß vorwerfen. Jetzt kommt's raus. Niemand wird kommen. Ich habe ihren Streik gebrochen und meine Fleischer sind die besten Kämpfer Dunwalls. Miss Ames, Sie werden bald am eigenen Leib Dinge spüren, die ich als Walfänger gelernt habe. Dinge, die anfangs gar nicht wehtun. Wir werden uns lange, sehr lange unterhalten. Sie werden gegen mich kämpfen? Oh ja. Ich freue mich drauf. Sie? Nein! Nun, Dowd, was haben Sie mit mir vor? Es geht nicht um Sie. Es geht mir um ein Schiff namens Delilah. Hat der Lord Regent Sie geschickt? Dieser Idiot Hiram Burrows. Ich weiß alles über die Delilah. Alles. Ich verrate Ihnen genau, was Sie wissen wollen. Dann tun Sie's. Nicht so schnell. Ich erwarte eine Gegenleistung. Habe ich mir schon gedacht. Und was? Wir sind beide Profis, Mr. Dowd. Man hat mich engagiert, damit diese Arbeiter streiken. Das hat ziemlich gut geklappt. Dann sollte ich das Schlachthaus zerstören. Dabei wurde ich erwischt. Und da kommen Sie ins Spiel. Wie? In den Tanks da draußen ist genug Walöl, um hier alles dem Erdboden gleich zu machen. Vor allem die wichtigen Anlagen. Öffnen Sie alle Ventile auf einmal, damit das Öl fließt. Der Druck wird außer Kontrolle geraten und... Boom. Und was ist mit den Menschen? Sie haben ein Gewissen? Die Arbeiter sind ja schon alle draußen. Mein Boss wird sie einstellen, zu deutlich besseren Konditionen als hier. Aber nicht die Fleischer. Die können meinetwegen alle verrecken. Versuchen Sie nicht, mich reinzulegen. Würde mir nie einfallen. Hier, der Schlüssel. Nicht erwischen lassen. Sie kümmern sich um das Schlachthaus und ich verrate Ihnen, was ich über die Delilah weiß. Wissen Sie, ich könnte Sie auch einfach in Rothwilds Verhörstuhl setzen. Warum sollte ich verhandeln? Weil es sonst deutlich länger und hässlicher wird. Und ich annehme, dass Ihnen das nicht gefallen würde.
einigen wir uns. Dann verrate ich Ihnen, was Sie wissen wollen, und bezahle Sie für Ihre Mühen. Ich denke darüber nach. So, wir haben verschiedene Ziele mittlerweile, glaube ich. Das weinende Auge, das ist noch das für die Lumpengräfin. Den Tresor der Wache plündern. Rune unter dem Schlachthaus, das sind alles die optionalen Sachen. Wir können Bundry auf den Verhörstuhl setzen, das klingt interessant. Da können wir vielleicht noch die eine oder andere Info rausbekommen. Decke Rothwilds Geheimnis auf. Im Kühlraum befindet sich ein improvisierter Verhörstuhl, mit dem Arbeiter gefügig gemacht und ihnen Geheimnisse entlockt werden. Wenn Sie die Kaiserin beschützt hätten, würden wir jetzt in einer anderen Welt leben. Haha, beschützt, der war gut. Wie Sie kämpfen, was Sie alles können. Sie könnten das Kaiserreich verändern, wenn Sie es nur wollten. Warum tun Sie es nicht? Sie ist also die typische Revolutionistin, die Veränderung will, aber dafür auch mal gern ein paar Leute in die Luft jagt. Wo lege ich dich erstmal hin? Können wir davon ausgehen, dass hier niemand herkommt in den Raum sonst? Könnte schon sein, ne? Hier ist auch keine Tür. Legen wir dich erstmal hier hin. Gute Nacht. Ladungsverzeichnis. Kapitän Withers. Die für Samara auf Tyvia bestimmte Ladung wurde freigegeben. Bitte warten Sie noch bis kurz vor dem Auslauf mit dem Verladen. Wir erwarten noch eine besondere Lieferung von Direktorin Amos, aber sie ist derzeit in Haft. Daher wird diese Lieferung derzeit ausgesetzt. Wenn das besondere Paket nicht bis zum Sonnenuntergang eingetroffen ist, können Sie planmäßig auslaufen. Dann werden andere Abmachungen getroffen. Denken Sie daran, nur explizit von uns autorisierte Besatzungsmitglieder dürfen Hand an diese zerbrechliche Ladung legen. Wilhelmina Bauert, Hafenaufsicht. Eine leere Kiste für Lebendfracht, vorbereitet zum baldigen Versand. Bevor wir uns überlegen, was wir mit ihm machen, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben. Verletzungsbericht. 5 Verletzungen innerhalb einer Woche, 2 davon führten zum Tode. Ja gut, dass hier Arbeitsschutz nicht groß geschrieben wird, kann man sich glaube ich denken. Boah, die Dokumente in dem Zimmer hier sind auch schon wieder exzessiv vorhanden. Das Buch lesen wir später. Wir werden sicherlich noch öfter hier durchlaufen. Wir müssen ja nicht alle Dokumente auf einmal konsumieren. Betäubungsbolzen. Gerne. Alle Arbeiter müssen sich für die Elixierration registrieren im Management Office. Alle Arbeiter, die während des Streiks arbeiten, werden mit dem 15-fachen Gehalt jeden Tag belohnt. Zeige Stolz in deine Arbeit und unterstütze deinen Arbeitgeber in diesen Zeiten. Loyalität wird über allem wertgeschätzt. Interagiere nicht mit Anton Sokolov, wenn er Besuche macht. Sokolov klagt über die Kälte. Mr. Rothwild, ich verstehe, dass Sie Ihren Betrieb wie geschmiert aufrechterhalten müssen und ich bin Ihnen dankbar, einen Platz für meine akademischen Untersuchungen dieser Bestien bekommen zu haben. Doch muss ich dagegen protestieren, dass dieser Platz in einem eisigen Fleischkühlraum liegt. Zwar erinnert mich die tyvianische Natur des Raums an meine Heimat, doch gleichzeitig erschwert sie meine Forschung ganz erheblich. Ich kann Ihnen versichern, das Potenzial meiner Arbeit übertrifft bei weitem die Wichtigkeit des Walfleisches und Öls, das Sie aus den Karkassen gewinnen können.
Ich bitte Sie daher herzlich um einen freundlicheren Arbeitsraum näher an den Walen, wo ich den Weg in die Zukunft mit konzentriertem Geist fortsetzen kann. Anton Sokolov. Ein neuer Produktionsrekord wurde erwirtschaftet, aber wir können noch besser sein. Alles sehr motivierende Reden. Flottenbericht, Monat der Netze. Die Dauntless segelte 10 Tage nach Norden ohne Erfolg. Angeblich hat sie in Driscoll Nachschub aufgenommen, um eine große Herde östlich von Morley zu verfolgen. Die Delilah kehrt vollbeladen wieder zurück. Keine Nachricht über Lichter oder Gesang. Noch ein Anzeichen dafür, dass der Justiziar den Verstand verloren hat. Die Huntress liegt nach ihrem nächtlichen Unglück vor Pandissien im Trockendock. Die Schiffsbauer haben sich den Schaden angesehen und sagen, dass es kein Wal gewesen sein kann. Oder es war ein äußerst seltsamer. Sehr cooler Name für die Walfängerschiffe, das muss ich schon sagen. Ja, so ein, zwei Bücher werde ich hier erstmal noch liegen lassen. Und wir sind von hier gekommen, ne? Ja, gehen wir erstmal hier durch die Tür. Wir müssen noch die Safe-Kombination rausfinden. Katasteramtsschlüssel. Boah, ist schon richtig beeindruckend, ne? So vom Aussehen und von der Lichtstimmung. Wow, geile Location. Das haben sie richtig cool gemacht. Der Killing Floor. Das klingt dramatisch. Hey. Also wirklich, von der Lichtstimmung und wie hier alles aussieht, ne, das hätte so eine langweilige braune Fabrik sein können, aber du hast hier so über die Lichter, das Sonnenlicht, das durch die Fenster reinkommt, und dagegen die Schaurigkeit der ausblutenden Wale und so, also Atmosphäre ist wirklich, wirklich, wirklich top. Die Verarbeitung von Walöl, Auszug niedergeschrieben von Ebenezer Greaves, dem Gründer von Greaves Walhaus. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwall, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneidet die fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, während sie noch am Leben ist. Ich glaube, in unserer echten Welt ist es so, zumindest bei vielen Tieren, wenn du sie schlachtest und sie dabei Stress empfinden, wirkt sich das negativ auf die Fleischqualität aus. Ich denke mal, hier haben sie einen Lore-Grund geschaffen, warum der am Leben sein muss, während er geschlachtet wird. Aber ja, interessanter Gegensatz auf jeden Fall. Uns alle interessiert eigentlich, was in dem Killing Floor ist, ne? Durch den Umziehraum, der Locker Room. Hallo, jemand zu Hause? Menge gutes Zeug hier. Und wieder viel zu lesen. Nacht Dishonored. Never change. Arbeiten mit der Fleischersäge. Auszug aus einer Firmenbroschüre. Zuerst eine freundliche Erinnerung. Alle Werkzeuge im Rothwild Schlachthaus sind Eigentum von Mr. Bundry Rothwild, der sie den Mitarbeitern für die jeweilige Schicht zur Verfügung stellt. Eine Fleischersäge ist nicht ohne voran
gegangene Schulung und Erlaubnis zu benutzen. Falsche Bedienung kann Verstümmelung oder gar den Tod zur Folge haben. Die Säge besteht aus drei Komponenten: Energieversorgung, Sägeblatt und Splitterauswerfer. Die Säge wird mit Walöl aus einem speziell angefertigten Tank betrieben, die in einem speziellen Harnisch getragen werden. Ein Tank reicht für eine komplette Schicht. Der Tank ist vor Hitze, Elektrizität und stumpfen Schlägen zu schützen. Das Sägeblatt besteht aus gehärtetem Stahl und bietet bei sachgemäßer Wartung andauernde Schärfe. Es ist auf das Zerteilen von Fleisch ausgelegt, schneidet aber auch mit Leichtigkeit durch Knochen. Der Auswerfer ist eine neue Modifizierung. Er wirft eine Reihe flacher Klingenfragmente aus. Da der Umfang eines Wals oft die Reichweite eines Fleischers übersteigt, können so ungeschützte Innereien und dichtes Knochenmaterial aus größter Entfernung zerlegt werden. Die Ironie, ne, dass Sägen zur Walzersetzung mit Walöl betrieben werden. Habe ich schon gesagt, dass hier eine geile Lichtstimmung herrscht teilweise? Okay, möge das Knochenartefakt Roulette mit uns sein. Bitte sei was Gutes, bitte sei was Gutes. Oh ja, das ist doch was für meinen Spielstil. Immerhin, flinker Schatten. Du bewegst dich im Schleichmodus etwas schneller vorwärts. Das ist doch wenigstens mal was, was ich benutzen kann. Ich werde das mal so schneiden, dass ihr den Unterschied seht. Jetzt mal mit Artefakt. Oder nee, fangen wir erst mit ohne an. Weil dann kann man das besser sehen, ob man da überhaupt einen Unterschied merkt. Ich leg's noch einmal raus. Einmal ohne. Und einmal mit. Oh ja, das spüre ich den Unterschied. Und ihr werdet es, denke ich, auch gesehen haben. Ja, das Roulette war mit uns. Es ist leider wirklich immer random. Man kann die besten Dinger direkt am Anfang kriegen. Oder man bekommt sie nie oder erst ganz am Ende. Wenn man alle Artefakte sammelt. Also es ist echt sagenhaft. Und das an diesem stinkenden Ort, der aber immerhin atmosphärisch horrormäßig beleuchtet ist. Hauptsache die Fliesen hier sind gut geputzt um die Kloake rum. Aber wir laufen jetzt fast im Schleichmodus so schnell wie ohne Schleichen, ne? Boah, was für ein geiles Knochenartefakt. Da ruft eine Heartsafe. Da sage ich nicht nein, ey. Nice. Ich glaube, der Ort. Ich glaube, der Ort wird nicht so sicher sein und so einfach zu. Erforschen. Ey, ist so krass, wie schnell ich jetzt im Schleichmodus bin, ne? Imber, jetzt hoffe ich noch auf das Knochenartefakt, dass ich Leute schneller ausnocken kann mit meinem Würgegriff. Wenn ich das auch noch kriege, dann sind wir der ultimative Sneaker wieder. Das ganz ohne Tonschuhe. Gehen wir mal hier rein, das müsste derselbe Raum sein. Beeindruckend. Kann man nicht anders sagen, die Bildgewalt hier. Ich musste nur kurz posen für das Video-Thumbnail. Oh, oh. Rothwald sagte, er hätte pro Tag 3 Wale aufgehängt, als er noch Walfänger war. Was sagst du dazu? Vielleicht. Wenn ich da hochgehe, sieht mich dann der da oben ist? Wahrscheinlich, ne? Ah, da oben wäre ich noch weiter oben. Boah, ist das geil, wie ich hier so hochklettern kann. Das Spiel ist schon alt, ne? Die Grafik ist nicht mehr die neueste, aber dieser Wal sieht wirklich beeindruckend aus.
Was haben die gerade zersägt? Ratten? Ich dachte erst, die haben mich gesehen oder sowas. Aber an dieser Stelle werde ich den Part mal beenden. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was es hier noch so zu finden gibt. Ob wir den Wal erlösen können und was wir mit diesem comichaften Bösewicht machen. Auf jeden Fall werde ich ihn noch in seinem eigenen Verhörstuhl ein bisschen brutzeln. Ich glaube, das ist schon beschlossene Sache. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hey, der kaiserliche Schutzherr soll aus Coldridge ausgebrochen sein. Wollen wir ihn schnappen? Warum musst du so viel reden, hä? Jetzt frage ich mich auch. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr dieses Projekt cool findet. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.